Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich, meine Frau und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ja, und damit hallo, Freunde der Spiegeltour, und willkommen bei meinem neuen Let's Play Fallout 4. Ich habe es angekündigt und hier sind wir auch schon bei der Erstellung unseres Charakters, der wirklich super ist. Also einmal können wir erstmal mit den Grundgesichtern arbeiten, wo ich mir schon ein Gesicht ausgeguckt habe. Und zwar werde ich mich mit dem identifizieren. Obwohl, jetzt gehe ich nochmal ganz schnell durch. 3, 2, 1... nee, der passt überhaupt nicht zu mir. Der hat eine zu starke Knubbelnase. Der ist schwarz. Darf man schwarz sagen? Ja, darf man schwarz sagen. Der sieht aus wie von Prison Break. Wir haben... Ein Asiate bin ich nicht. Meine Kinder vielleicht. Und das ist das Alter Ego, was sich BioWare vorstellt. Wie ein Held aussehen sollte. So, dann nehmen wir doch ihn. Wir werden dann ins Gesicht reingehen und man sieht hier schon schön, man kann hier so Anpassungen machen vom Gesicht letztendlich. Ich werde mal eben als erstes meine Haarfarbe bzw. meinen Stil der Haare ändern. Ich finde die nämlich ganz, ganz schlimm, wie der am Anfang hier drin ist. Und deshalb werde ich mal eben... Fuchsig ist nicht mehr. Rotbraun, tiefrot. Also die haben gar keinen Schokobraun. Dabei wäre jetzt Schokobraun die richtige neue Farbe. So, es gibt sehr viele Frisuren. Man kann hier diesen wundervollen Widerling-Frisur machen, die übrigens sehr gut passt zu, mir fällt der Name nicht ein, von GTA, von dem netten Herrn, der damit immer Ärger hat. Vor allem... Die neue Frisur steht mir wirklich gut. Imposanter Intellektueller. Ich will nicht rassistisch sein, aber ich glaube nicht, dass der imposante aktuelle... Das ist der Prince von Bel-Air-Look. So, Professor, Adrett, Rebell, Zottel, Schmuddel. Schöne Frisur. So, und Schmuddel wäre so eigentlich das, was ich habe. Ich will sogar fast ins... Die Brauntöne sehen aus, als wenn ich gleich sterbe. Genau, die Formen meiner Augenbrauen, das machen wir nicht. Da können wir nämlich auch noch die Tiefen auswählen.
So attraktiv wie am ersten Tag. Ich brauche hier so buschige. Dicke und hell. Das ist übrigens die Farbe meines Gesichtes. Ich bin sehr blond, sehr blass. Die Form meiner Ohren. Oh, ziemlich kräftig. Vor allem die Ohren. Moment, nicht die Mundwinkel? Moment. Das ist der Bart. Ist aber ganz nett gedacht, der Charaktereditor so, aber manchmal verklickt man sich. Ja, nicht schlecht. So. Als Bart machen wir mal das, wie es aktuell auch ist. Harter Typ. Einsamer Wanderer. Kaputter Rasierer. Naturbursche. Oh wow. Gangster. Unterlippenbart. Pokerface. Ach, da, guck mal. Das würde ich aber sagen, Zwirbelbart. Metzger, Prospektor. Der Bade. Abenteurer. Bereit für das Ende. Der Lincoln. Oh, ein Schnurrbart. Cool. Der Ombre. Wann sich mal jemand traut, hier den Hitler reinzumachen. Was meinst du, Schatz? Mit oder ohne Bart? Du liebst mich doch so, wie ich bin, Schatz. So, passen wir auch die Augen an. Dann machen wir haselnussbraun-grün. So schöne Augen. Wie am ersten Tag. Ich muss mal eben die Nase gucken, da brauche ich lang. Römisch. Ist meine Nase zu groß? Breit nicht. Herabhängt. Das sind so doch hier Zwergennasen. Nase. So, formen wir die mal. Ach, ich kann ihn mit dem Mausrad ziehen. Sieht aus, als wenn ich zu viel lügen würde. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann machen wir eben die... nein. Den Halstyp. Was ist anders an dir? Ja, ich habe einen cool rasierten Hals. Richtig schön frisch. So, eine runzelige Stirn. Einmal zurück. Dann wollen wir die Extras haben. Makel. Mit Leertaste kann man die dann einpflegen, sag ich mal. Da haben die wirklich an viel gedacht. Ich wollte eigentlich bei Schäden. Dann verfasse ich mir eine geile Narbe. Weil ich bin ja Kriegsveteran, haben wir ja im Intro gesehen. Also kann ich mir auch eine schöne rechte Brauennarbe einsetzen. Richtig, und ich muss noch wie ein Krüppel aussehen, weil ich verprügelt wurde. Mit der Verbrennung an der Seite. Wir können auch angeben, wie stark die Narbe wirkt. Da unten mit A und D. Dann machen wir die Verbrennung an der Seite schon stark verheilt. Die Narbe links ist auch ein bisschen feiner. Ich liebe dieses Gesicht. Hm,
Sommersprossen habe ich jetzt nicht so. Ich wollte nur mal reingucken. So, dann haben wir mein Gesicht eigentlich fertig. Sieht doch aus wie ich. Wir müssen jetzt nur noch den Körper angeben. Wo übrigens nicht wundern, groß bedeutet einfach nur fett. Amerikanisch, sie hätten auch eigentlich hinschreiben, europäisch-amerikanisch. Auch wenn wir uns angleichen. Oder afrikanisch, europäisch-amerikanisch. Ich sag mal, ich bin ein bisschen muskulös, aber auch ein bisschen dick. Und dann sind wir auch durch hiermit. Mit dem Gesicht kann ich für die nächsten 100 Stunden leben. Aktuell sind wir in der Zeit vor der vorm Eintreten in der Vault. Also sehen, wie das Leben vorher war. Sir, Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Danke, Cotsworth. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Immer nur das gleiche Zeug. In den doofen Nachrichten. Hey, Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Danke, Sir. Nuka-Cola. Nuka-Cola, eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Warum auch nicht? Er ist eine Maschine, er hat genauso viele Gefühle wie wir. Enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Und vielleicht ein bisschen mehr. Hey, Schatz. Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Auf der Insel Mambajau sind die Nächte sehr kalt, was für Südostasien zu dieser Jahreszeit unüblich ist. Oh, wir kriegen Besuch. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Etwas, das zweifellos und unbestreitbar amerikanisch ist. Baseball. Ich bin so stolz auf Sie. Ach, sie ist Juristin. Die guten alten USA. Guten Morgen, ich komme von Vortec. Guten Morgen. Kein Interesse. Was Sie auch verkaufen. Ich will es nicht. Oh, keine Sorge, Sir. Keine Sorge. Ich will nichts verkaufen. Nicht heute. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Und warum? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck, aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Unvermeidlich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Sorry, bin beschäftigt. Ich habe gerade wenig Zeit. Oh, aber sicher. Es wird nicht lange dauern. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es muss sichergestellt werden, dass Sie Zugang haben im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Wir haben nur darauf gewartet. So, einmal meinen Namen. Ich nehme meinen normalen Vornamen anstatt Dr. Proof. Das macht mehr Sinn. In der Spielwelt, okay, vielleicht Stärke,
Nehmen wir mal so 4 Wahrnehmungen, würde ich sagen, kann ich ein bisschen mehr sehen, dank meiner Computerfähigkeiten. Ausdauer bin ich auch nicht so gut. Ich bin aber ein recht charismatischer Typ mit einer durchschnittlichen Intelligenz. Ein bisschen beweglich und ein bisschen Glück habe ich auch. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sie sieht echt geleckt aus, Nora. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast kurz was gehört. Los. Er hat fast Humor, mein Hausroboter. Und Thermostat, 70 Degree. Blast Radius. Das Spiel. Ich helfe dir sofort, Kind. Sollte mir das Ding das nächste Mal signieren lassen. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Ich freue mich schon, ihm das Fahren beizubringen. Wenn ich nur daran denke, dass er irgendwann wirklich Auto fahren lernt. Das dauert noch ein bisschen. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Weil er es kann. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cordsworth, was ist los? Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein wir Gott. Müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Ja. Gehen wir. Komm mit, Nora. Das Kind hast du ja schon mal Gott sei Dank in die Hand genommen. Gut, dass der doofe Vertreter vorher da war. Alles gut. Kein Arsch braucht Taschen. Bist du noch hinter mir? Wenn Sie am Programm teilnehmen, kommen Sie rein. Das ist absurd. Im Programm, da treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Viel Glück, Ma'am. Möge Gott uns helfen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Komm, Nora, lauf. Frau, wir sind gleich im Bunker. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Du zuerst. Alles klar, das war's. Runter damit. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Los, los! Sofort runter damit! Festhalten! Geht das? Bewegt das Teil, ihr Penner. War ja klar, dass es vom Timing hinhaut.